Am Anfang war Dunkelheit. Dann gebar der Urknall Raum, Zeit und Materie. Jeden Tag entdecken wir Neues über all die unfassbaren, faszinierenden und tödlichen Geheimnisse unseres Universums. Hat unsere Sonne einen finsteren Gefährten? Zieht ein unentdeckter Todesstern am äußersten Rand unseres Sonnensystems seine Bahn? Verwüstet dieser rätselhafte Stern in regelmäßigen Abständen das Sonnensystem? Steckt er hinter den größten Massenaussterben der Erdgeschichte? Wissenschaftler durchforschen eine Region, die von seltsamen Welten und mysteriösen Planetoiden erfüllt ist. Sie sind auf der Jagd nach Nemesis, der bösen Schwester der Sonne. Von den Milliarden Sternen, die am Himmel funkeln, könnte einer eine Geißel des Lebens auf der Erde sein. Ein böser Zwilling der Sonne namens Nemesis. Manche Wissenschaftler vermuten, dass Nemesis ein dunkler, noch unbekannter Stern ist, der um unsere Sonne kreist und alle 26 Millionen Jahre eine gewaltige Katastrophe auslöst. Das Sonnensystem ist von einer riesigen Kometenwolke umgeben. Immer wenn der Begleiter der Sonne diese Wolke passiert, könnte er Kometen daraus in das innere Sonnensystem schleudern. Einige davon würden die Erde treffen. Und das könnte ein Massensterben bewirken. Wissenschaftler vermuten, dass ein Felsbrocken aus dem Weltall vor 65 Millionen Jahren das Zeitalter der Dinosaurier beendete. Wir sind uns ziemlich sicher, dass der Grund für das Aussterben eines riesigen Teils des Erdenlebens vor 65 Millionen Jahren ein Kometeneinschlag war. Der Astrophysiker Richard Muller will mit einer revolutionären Theorie erklären, warum der Himmelskörper genau zu diesem Zeitpunkt auf die Erde gestürzt ist. Die Nemesis-Theorie besagt, dass ein Stern die Sonne in einem Zyklus von 26 Millionen Jahren umkreist. Mehr Annahmen muss man eigentlich kaum machen. Muller ist überzeugt, dass Nemesis auf seiner Bahn Gravitationsstörungen auslöst, die Kometen durch das Sonnensystem schleudern. Die Einschläge solcher Kometen könnten viele Massenartensterben der Erdgeschichte erklären. Muller beschreibt, wie es zu dieser Theorie kam. Zwei Paläontologen untersuchten die Aussterbeereignisse und entdeckten etwas, das völlig verrückt erschien. Sie behaupteten, dass solche Phasen regelmäßig alle 26 Millionen Jahre stattfanden. Mit Prozessen auf der Erde selbst lässt sich dieser 26 Millionen Jahre Zyklus von Massenaussterben nicht erklären. Von so etwas träumt man in der Wissenschaft. Das heißt, da ist etwas, das wir nicht verstehen und das eine Entdeckung auf uns wartet. Ich wollte der Sache auf den Grund gehen. Muller stellte eine erstaunliche Hypothese auf. Die Erklärung für diese periodischen Ereignisse sei ein kosmischer Stalker, der die Sonne einmal in 26 Millionen Jahren umkreist und bei jeder Annäherung Kometen aus ihrer Bahn wirft. Ein Todesstern als Begleiter unserer Sonne. Die Entdeckung dieses Sterns wäre unglaublich wichtig. Sein Einfluss war ausschlaggebend für die Evolution des Lebens auf der Erde. Ohne ihn wären die Dinosaurier vielleicht noch da. Wenn Muller recht hat, könnte die Menschheit sogar ihre Existenz dem Todesstern Nemesis verdanken. Jedes Massenaussterben löschte eine große Anzahl von Spezies aus und machte Platz für neue. Und irgendwann auch für den Menschen.
Wie so ein Eingriff in die Evolution aussehen könnte, können wir uns bei einem kontrollierten Brand auf dem Santa Rosa Plateau in Kalifornien vor Augen führen. Hin und wieder geschieht irgendein umwälzendes Ereignis, das eine große Anzahl von Arten auf der Erde auslöscht. Das Gleiche passiert bei diesen kontrollierten Bränden, bei denen einige Spezies ausgerottet werden, um Platz für neue zu schaffen. Ich sehe ein Feuer, das hinter uns lodert. Warum legen Sie diese Brände? Wir legen diese Brände, um einen Teil der Vegetation zu eliminieren und nicht heimische Pflanzenarten loszuwerden, damit die Heimischen wieder gedeihen können. Wir tun das jährlich auf verschiedenen Flächen und untersuchen, welche Auswirkungen das auf die Umwelt hat. Diese Feuertherapie ähnelt der Art von Massenaussterben, die Nemesis verursacht haben könnte. Viele Spezies werden ausgelöscht. Die Zerstörung schafft jedoch Raum für die Evolution der Überlebenden. So wie auch die Säugetiere nach dem Aussterben der Dinosaurier gediehen sind und die Evolution des Menschen eingeleitet haben. In Santa Rosa werden jedes Jahr Feuer gelegt. Ähnlich wie sich auch die Aussterbeereignisse der Nemesis-Hypothese zufolge periodisch wiederholen. Es gibt eigentlich nur zwei brauchbare Erklärungen für die Regelmäßigkeit der Aussterbeereignisse. Eine davon ist die Nemesis-Theorie. Die andere ist, dass sie völlig zufällig alle 26 Millionen Jahre geschehen sind. Aber wie genau könnte Nemesis das Artensterben mit solcher Regelmäßigkeit ausgelöst haben? Eine Antwort auf diese Frage finden wir möglicherweise in einer Region unseres Sonnensystems, die als Oortsche Wolke bekannt ist. In der Oortschen Wolke werden Kometen sozusagen kühl gelagert, bevor sie auf die Sonne zurasen. Sie ruhen dort tiefgefroren auf halbem Weg zwischen uns und den nächsten Sternen. Der Großteil der Kometen der Oortschen Wolke kreist in einer sicheren Distanz von bis zu einem Lichtjahr um die Sonne. Es sei denn, irgendetwas stört ihre Kreise. Gelegentlich kommt ein Stern vorbei und wirft sie ein wenig aus der Bahn. Das kann ernste Konsequenzen haben. Sie können völlig aus dem Sonnensystem herausfliegen oder ihren Orbit nur leicht verändern. Sie können aber auch auf eine Bahn geraten, die sie näher an die Sonne heranführt. Ein Jongleur hilft dem Astronomen Greg Loveland zu veranschaulichen, wie empfindlich Kometenlaufbahnen auf die Gravitationskräfte vorbeiziehender Sterne wie Nemesis reagieren können. Das ist Josh Houghton. Und er soll uns helfen zu verstehen, wie die Oortsche Wolke funktioniert. Mit wie vielen Bällen kannst du gleichzeitig jonglieren? Das waren 7. Ich kann es auch kurz mit 8 oder 9. Meistens übe ich mit 7. Beim Jonglieren beschreiben Gegenstände Bögen, die der Laufbahn eines Kometen sehr ähnlich sind. Besonders deshalb, weil sie sich am höchsten Punkt sehr langsam und am tiefsten sehr schnell bewegen. Wenn wir die Oortsche Wolke simulieren wollen, müssen wir viele Bälle in Bewegung halten. Kannst du mir das schnell beibringen? Ja, ich kann es versuchen. Fange mir mit 2 an. 2 Bälle. Die Bälle müssen sich in der Luft kreuzen. Du musst also werfen. Nein, die Wurfbahn muss wie die Laufbahn eines Kometen exakt gleich sein, immer über Kreuz. Sie beschreiben in der Luft ein X. Muss man sie gleichzeitig hochwerfen? Nein, rechts, links, fangen, fangen. Rechts, links, Das war schon ganz gut. Mit der linken Hand einfach ein wenig höher werfen. So? Gut, du fängst sie gleichzeitig. Rechts, links, fangen, fangen. Das war besser. Ich bin also sozusagen ein Sonnensystem mit ziemlich instabilen Gravitationsverhältnissen. Josh kann mit 7 Bällen jonglieren. Das entspricht ein wenig der Aufgabe der Sonne, die Billionen von Kometen in der Oortschen Wolke auf ihren Umlaufbahnen hält.
Der Nemesis-Hypothese zufolge wird die schwierige Jongleurnummer der Sonne allerdings von ihrem kleineren Begleiter alle 26 Millionen Jahre gestört. Und wie in einem Horrorfilm könnte diese böse Zwillingsschwester fast unsichtbar sein. Hat unsere Sonne wirklich einen bösen Zwillingsstern namens Nemesis, der am Rande unseres Sonnensystems seine Bahnen zieht? Und schleudert er alle 26 Millionen Jahre Kometen aus der Oortschen Wolke in Richtung Erde? Manchmal werden sie weggeschleudert und manchmal kreisen sie harmlos weiter, bis sie verdampfen und verschwinden. Wenn Kometen durchs innere Sonnensystem schießen, dann ist alles möglich. Der Astrophysiker Richard Muller hat nicht nur die Theorie aufgestellt, dass diese periodische Verwüstung von einem tödlichen Begleiter der Sonne ausgelöst wird. Er glaubt auch genau zu wissen, dass es sich dabei um einen roten Zwerg handelt. Dass ein Stern die Sonne in einem 26-Millionen-Jahre-Zyklus umkreist, war meine Idee. Nehmen wir also an, es handelt sich um einen roten Zwerg. Warum ein roter Zwerg? Weil das der häufigste Sterntyp in der Galaxis ist. Ein roter Zwerg ist ein winziger Stern, der weniger als ein Zehntel der Masse unserer Sonne besitzt. Doch wie Astronom Greg Lovelin gleich demonstrieren wird, kann er den Effekt einer 4 Kilo Bowlingkugel haben, die einem Jongleur zugeworfen wird, während dieser mit dem Feuer spielt. Eigentlich ist es in der Oortschen Wolke ziemlich langweilig. Wir müssen da also ein wenig nachhelfen. Diese Fackeln stellen die Kometen der Oortschen Wolke dar. Bereit? Ich trete lieber einen Schritt zurück. Josh jongliert also schön mit den Fackeln, die wie die Kometen der Oortschen Wolke kreisen. Mal sehen, was passiert, wenn ich diesen roten Zwerg in das Sonnensystem werfe. Josh, bist du bereit für den roten Zwerg? Dann los! Wie man sieht, hat der rote Zwerg bei seinem Eintritt in das Sonnensystem die Laufbahn der Kometen stark verändert. Zwei davon sind sogar auf die Erde gestürzt. Ähnliches geschieht, wenn ein gewaltiger Einschlag stattfindet, der zu einem Massenaussterben führt. Viele halten die Theorie für sehr unwahrscheinlich, dass die Erde das Opfer einer Serie von Einschlägen ist, die durch einen kreisenden Todesstern verursacht wurde. Wenn wir zum Himmel blicken, sehen wir dort schließlich nur eine Sonne. Die meisten Sterne haben jedoch tatsächlich einen Begleiter. Wahrscheinlich sind 60-70% der Sterne Teil eines Doppelsternsystems oder sogar eines Systems mit noch mehr Sternen. Richard Mullers Nemesis-Hypothese zufolge gehört auch die Sonne zu so einem Doppelsternsystem. Es funktioniert, wenn man davon ausgeht, dass die Sonne wie zwei Drittel aller anderen Sterne in unserer Milchstraße einen Begleiter hat und dass dieser die Sonne in einem 26-Millionen-Jahre-Zyklus umkreist. Wenn das so ist, warum sehen wir den Zwilling der Sonne dann nicht am Himmel? Muller hat eine einfache Erklärung dafür. Nemesis sei ein extrem dunkler roter Zwerg. Als ich die Nemesis-Theorie aufstellte, hieß es gleich, wieso hat ihn dann bisher keiner gefunden? Er muss also offensichtlich sehr schwer zu finden sein. Per Definitionem leuchtet ein roter Zwerg so gut wie gar nicht. Er wäre der sonnennächste Stern und wir wüssten nicht einmal von seiner Existenz. Wie kann das sein? Wir entdecken nahe Sterne, weil sie entweder hell sind, und ein roter Zwerg ist nicht sehr hell, oder weil die Sonne an ihm vorbeizieht. Doch dieser Stern bewegt sich mit uns. Er umkreist uns, aber sehr langsam. Er braucht 26 Millionen Jahre für seinen Umlauf. Wir könnten ihn höchstens als Fixpunkt am Himmel sehen. Mit anderen Worten, von der Erde aus betrachtet, bewegen sich die meisten Objekte im Laufe der Zeit. Doch Nemesis ruht am Himmel.
Während die Suche nach Nemesis in Fahrt kommt, stellt sich die große Frage, wo man nach dem Stern suchen soll. Zum Glück wissen Astronomen, wie sich die Sterne eines Doppelsystems gegenseitig umkreisen und können dieses Wissen bei der Suche anwenden. Wenn die Sonne und Nemesis dieselbe Masse hätten, würden sie in einer weiten, aber gleichmäßigen Bahn umeinander laufen und die Suche nach Nemesis wäre relativ einfach. Doch die Sterne eines Doppelsystems sind nur selten gleich groß. Nur 10-20% aller Doppelsternsysteme haben gleich große Sterne. Meistens besitzt ein Stern sehr viel mehr Masse als der andere. Wenn die beiden Sterne unterschiedlich groß sind, dann kreist der kleinere, in diesem Fall Nemesis, auf einem weiten Orbit um den größeren, in diesem Fall um die Sonne, die kaum zu kreisen scheint. Warum hat der kleinere eine viel weitere Bahn? Die Antwort liefert das Prinzip des sogenannten gemeinsamen Massezentrums. Zwei Turnerinnen auf einer Wippe veranschaulichen dieses Prinzip. Sterne eines Doppelsystems kreisen um ihr gemeinsames Massezentrum. Wenn zwei Sterne annähernd die gleiche Masse haben, dann kreisen sie um ein unsichtbares Zentrum, genau wie Tammy und Carly auf dieser Wippe balancieren. Habt ihr das Gleichgewicht? Aber anders als diese Turnerinnen haben Nemesis und die Sonne sehr unterschiedliche Massen. Richard Muller schätzt, dass die Sonne die zehnfache Masse ihres unentdeckten Zwillings besitzt. Und wenn ein Stern eines Doppelsternsystems größer ist als sein Begleiter, dann befindet sich das Massezentrum näher am größeren Stern. Tammy wird uns das demonstrieren. Wie viel wiegst du? Etwa 60 Kilo. Etwa 60. Wir haben auf dieser Seite Gewichte, die ca. 15 Kilo wiegen. Du bist also ungefähr viermal so schwer wie die Gewichte. Geh jetzt so weit zur Mitte, bis der Balken wieder im Gleichgewicht ist. Da Tammy viermal so viel wiegt wie das Gegengewicht, muss sie viel näher ans Massezentrum herantreten, um die Balance zu halten. Wenn Tammy und die Gewichte zwei Sterne eines Doppelsternsystems wären, würden die Gewichte einen weiten Kreis ziehen, während Tammy sich kaum bewegen würde. Dennoch würden beide um ein gemeinsames Zentrum kreisen. Die Vorstellung, dass sich der massereichere Stern überhaupt nicht bewegt und der masseärmere um ihn kreist, ist falsch. Tatsächlich umkreisen beide das gemeinsame Massezentrum. Der massereichere Stern bewegt sich nur weniger und der andere mehr. Diese Erkenntnis ist der Schlüssel zur Bestimmung der Lage von Nemesis im Verhältnis zur Sonne. Wir wissen, dass es sich um eine Periode von 26 Millionen Jahren handelt. Daraus können wir schließen, wie groß die Entfernung ist. Ihr Orbit hat also einen Radius von etwas mehr als einem Lichtjahr. Die Wissenschaftler haben nun einen Anhaltspunkt und die Suche nach Nemesis läuft auf Hochtouren. Sie hat inzwischen zu einer erstaunlichen neuen Theorie geführt. Die Sonne könnte nicht nur einen unentdeckten Zwilling haben, unser Sonnensystem beherbergt möglicherweise auch noch einen gewaltigen, unentdeckten Planeten. Auf der Jagd nach dem bösen Zwilling der Sonne, der die Kometen aus ihren Bahnen wirft und Tod auf die Erde regnen lässt, passen alle Puzzlestücke zusammen. Bis auf eins. The Nemesis Theory really needs. Die Nemesis-Theorie kann nur mit konkreten Beweisen für die Existenz dieses Sterns belegt werden. Warum haben wir ihn noch nicht gefunden? Es gibt viele Astronomen, die dem Ganzen nicht viel Beachtung schenken und davon ausgehen, dass er schon gefunden sein müsste, falls er wirklich existiert. Wir glauben, dass wir ihn in den nächsten Jahren finden werden. Wir müssen nur nach lichtschwachen Sternen suchen. Hier kommt WISE ins Spiel. NASAs Whitefield Infrared Survey Explorer ist ein sehr effektives neues Instrument,
mit dem das Nemesis-Rätsel möglicherweise gelöst werden kann. WISE ist deshalb so nützlich, weil es im Infrarotbereich arbeitet und Hitze registriert. Indem Hitze anstatt Licht gemessen wird, können mit Infrarotdetektoren warme, aber dunkle Objekte leicht aufgespürt werden. Das Schöne an Infrarotbildern von Hitzequellen ist, dass es egal ist, wie weit man von der Sonne entfernt ist. Jupiter ist ein gutes Beispiel. Die Temperatur auf seiner Oberfläche beträgt unter minus 100 Grad Celsius. Das ist im Vergleich zu einer Weltraumtemperatur von minus 270 Grad Celsius glühend heiß. Also kann ein weit entfernt liegender Planet wie Jupiter auf Infrarotaufnahmen auch ohne Sonnenlicht sehr hell erscheinen. Auf einer Rennstrecke wollen wir herausfinden, wie der Einsatz von WISE helfen könnte, Nemesis zu finden, indem der Infrarotkontrast zwischen Objekten verschiedener Temperatur registriert wird. Das Dröhnen der Motoren ist hier nur die halbe Wahrheit. Ich bin heute zur DriveTech Racing School gekommen, um mit einem Rennwagen einige Runden auf dieser Rennbahn zu drehen. Wir wollen das Auto mit einer Infrarotkamera filmen, um erkennen zu können, welche Objekte heißer sind als die Umgebung und in welchem Wellenlängenbereich ihre Infrarotstrahlung liegt. Hey Ted. Wie geht's? Ist mir ein Vergnügen. Ganz meinerseits. Sind Sie der Fahrer? Ja. Wie schnell werden wir fahren? Ungefähr 270 km/h. Das ist etwa dreimal so schnell wie auf dem Highway erlaubt. Das wird also eine richtig heiße Sache. Auf geht's. Blair Dupree vom DriveTech hilft mir ins Auto. Guter Schutz. Das ist ein schön dicker Helm. Es ist nicht so einfach, weil es keine Türen gibt. Man muss durchs Fenster klettern. Heben Sie den linken Fuß da rein. Jetzt den rechten. Als würde ich ein Auto knacken. Dann zwängen Sie sich einfach rein. In dem Rennwagen mitzufahren war wirklich aufregend. Als wir um die Kurven rasten, konnte ich die G-Kräfte spüren. Ist Ted mit Ihnen ein schönes Rennen gefahren? Ich bin froh, dass Ted der Fahrer war. Ich könnte das nicht. Ich bin vor Angst fast gestorben und war nicht mal am Steuer. Das Auto ist gut aufgewärmt und eine Infrarotkamera, aufgestellt vom Infrarotbildexperten Ross Overstreet, lässt alles buchstäblich in einem neuen Licht erscheinen. Hallo Alex. Hey Ross, wie geht's? Gut, und Ihnen? Sehen wir uns die Infrarotbilder an. Im Moment zeigt die Kamera auf das Heck des Wagens. Es ist eher ein Messgerät als eine Kamera. Man muss sich vorstellen, dass 1 Million verschiedener Thermometer auf dem ganzen Bild verteilt sind. Wir erhalten Temperaturmessungen jedes einzelnen Pixels. Dinge, die heiß sind, glühen rot, orange und weiß. Kalte Gegenstände erscheinen blau und schwarz. Das sind die Farben kalter Objekte. Verstehe. Sie sehen, dass es verschiedene Hitzebereiche am Wagen gibt. Ich kann an den Reifen einige Unterschiede erkennen. Ja, ein Reifen ist etwas wärmer als der andere. Der rechte Reifen war tatsächlich heißer als der linke, weil in den Kurven mehr Druck auf ihm lastete. Wie heiß ist dieser heißere Reifen? Wir haben vorher rund 88 Grad Celsius gemessen. Die Reifen waren fast so heiß wie kochendes Wasser. Mit bloßem Auge können wir nicht erkennen, was heißer ist. Aber auf diese Weise kann man es erkennen. Das ist total cool. Genau. Und diese Kamera funktioniert auch bei Dunkelheit. Sonnenlicht spielt dabei keine Rolle. Die Infrarotkamera sieht die Rennbahn so, wie WISE die dunklen und weit entlegenen Regionen unseres Sonnensystems. Wenn Nemesis dort draußen ist, müsste sie auf den Infrarotbildern erscheinen. Die heißen Flecken am Rennwagen sind wie die warm strahlenden Objekte weit draußen im kalten Weltall in großer Entfernung von der Sonne. So kann man Objekte entdecken, die zu schwach leuchten, um durch ein normales optisches Teleskop gesehen zu werden. Infrarotgeräte können sie registrieren. Das WISE-Teleskop hat seine Durchmusterung des Himmels 2011 beendet. Die Auswertung der Resultate nimmt viel Zeit in Anspruch.
Die Ergebnisse von WISE müssen noch lange analysiert werden, weil dieses Instrument extrem viele Daten gesammelt hat. Die Hälfte der Nemesis-Kandidaten ist noch nicht untersucht worden. Doch in den nächsten Jahren erwarten wir, dass sich die Theorie entweder als richtig oder als falsch erweisen wird. Bis dahin bleibt sie strittig. Während Wissenschaftler ihre Daten analysieren und weiter nach Beweisen für Nemesis suchen, haben sie eine erschreckende Entdeckung gemacht. Obwohl die Berechnungen darauf schließen lassen, dass Nemesis unser Sonnensystem in den nächsten Jahrmillionen nicht durchqueren wird, scheint irgendetwas die Kometen der Oortschen Wolke jetzt schon zu erschüttern. Könnte Nemesis bereits seinen Schatten auf die Erde geworfen haben? Seit dem Entwurf der Nemesis-Theorie sind Astronomen auf der Suche nach einem dunklen roten Stern, der periodisch die Bahnen der Kometen der Oortschen Wolke stört. Dadurch könnten alle 26 Millionen Jahre manche auf eine unheilvolle Reise ins Innere unseres Sonnensystems gehen und eventuell mit der Erde kollidieren. Wissenschaftler haben bei der Erforschung der Oortschen Wolke jedoch Anzeichen dafür entdeckt, dass irgendetwas jetzt schon die Bahnen der Kometen destabilisiert. Ist Nemesis bereits zurückgekehrt? Wenn nur die Sonne und kein Begleiter Nemesis existieren würde, dann hätten die Kometen der Oortschen Wolke alle sehr vorhersehbare und regelmäßige Orbits. Ihre Ankunfts- und Abreisezeiten wären sehr zuverlässig. Wenn die einzigen Gravitationskräfte die der Sonne wären, würden sich die Kometen der Oortschen Wolke wie Jonglierbälle verhalten und sich gleichmäßig am ganzen Himmel verteilen. Das widerspricht allerdings den Erkenntnissen mancher Wissenschaftler. Wenn wir am Himmel nach Kometen Ausschau halten, dann scheinen die meisten aus einer bestimmten Himmelsrichtung zu kommen. Eine mögliche Erklärung dafür wäre, dass sie durch Gravitationsstörungen aus ihrer Laufbahn geworfen werden, die von einem unsichtbaren Objekt da draußen verursacht worden sind. Aus diesen Beobachtungen folgern Wissenschaftler, dass ein großes Objekt die Oortsche Wolke destabilisiert. Das Vorgehen der Forscher lässt sich mit der Arbeit der Straßenwacht in Kalifornien vergleichen, die Verkehrsstaus im Straßensystem von Los Angeles auf Unfälle zurückführt. Wo sind wir, Marco? Was ist das für ein Raum? Auf der Karte an der Wand sehen wir unser Straßensystem. Darauf erkennen wir die großen Schnellstraßen von Los Angeles. Die grünen Punkte stehen für normalen Verkehrsfluss, und die roten Punkte weisen auf Staus hin. Geschwindigkeit ist also ein möglicher Indikator für Unregelmäßigkeiten. Um die Ursache zu erkennen, muss man dort allerdings entweder eine Kamera installiert haben oder einen Bericht direkt von dort erhalten. Korrekt. Astronomen haben ständig dieses Problem. Sie versuchen zu verstehen, was sie nicht sehen können. In der Astronomie ziehen wir oft unsere Schlüsse, ohne die eigentliche Ursache sehen zu können. Wir sehen nur den Einfluss, den ein Objekt auf andere in seiner Nähe hat. Ob es nun daran liegt, dass zu viele Autos die Straßen zu Stoßzeiten verstopfen oder dass ein Unfall den Verkehr verlangsamt, irgendetwas muss den Stau verursacht haben. Wissenschaftler beobachten ähnliche Störungen in der Oortschen Wolke. Ist Nemesis der Störenfried? Diese Einrichtung ist sehr beeindruckend. Sie erhält alle Kamerabilder, Sensorendaten und die Berichte der California Highway Patrol. Das ist viel mehr Information, als Astronomen zur Verfügung steht. Wenn wir Kameras im ganzen äußeren Sonnensystem verteilt hätten, wüssten wir viel mehr darüber. Musik
Sogar ohne Kameras im Weltall haben Wissenschaftler eine beachtliche Theorie aufgestellt, um die Störungen in der Oortschen Wolke zu erklären. Danach ist der Störenfried nicht Nemesis, sondern ein gigantischer, unentdeckter Planet von der vierfachen Masse des Jupiters. Kurzum, der größte Planet in unserem Sonnensystem. Wissenschaftler haben ihm den Namen Tyche gegeben. Kurz gesagt ist Tyche eine Nemesis-Light. Der ursprünglichen Hypothese zufolge ist Nemesis ein roter Zwerg, der 100-mal so massereich sein müsste wie Jupiter. Im Gegensatz zu Nemesis würde Tyche nicht einmal schwach leuchten. Der Planet sehe eher aus wie eine seltsame Version von Jupiter. Mit einem Nachtsichtgerät wäre sein Anblick schon beeindruckender. Man würde Lücken in den Wolken sehen und Blitze. Man würde sehen, wie Blitze die Wolken von unten aufleuchten lassen. Tyche mag die Bahnen der Kometen der Oortschen Wolke stören, sie kann jedoch nicht für die periodischen Massenaussterben auf der Erde verantwortlich sein. Erstens, weil ihre angenommene Position auf eine Umlaufzeit von nur einer und nicht von 26 Jahrmillionen schließen lässt. Zweitens wäre sie zu klein. Tyche hat nicht genügend Gravitationskraft, um die Oortsche Wolke durcheinander zu wirbeln, Kometen aus der Bahn zu werfen und sie auf die Erde zu schleudern, wo sie ein periodisches Artensterben auslösen könnten. Er würde nur kleine Abweichungen verursachen und nicht einen Kometenschauer aus dem Nichts. Das Weltraumteleskop WISE sollte nicht nur imstande sein, Nemesis, sondern auch Tyche aufzuspüren, falls sie existiert. Unser Sonnensystem könnte also einen gigantischen, unentdeckten Planeten beherbergen. So überraschend dies auch sein mag, es widerspricht keineswegs der Nemesis-Theorie. Doch eine Entdeckung im äußeren Sonnensystem könnte neue Hinweise dafür liefern, ob Nemesis existiert und das Leben auf der Erde bedroht. Im Jahr 2003 machte der Astronom Mike Brown eine phänomenale Entdeckung, als er am Nachthimmel ein Licht sah, das er nicht erklären konnte. Ich erinnere mich an den Tag, als ich Sedna entdeckte. Ich betrachtete Bilder auf meinem Computerbildschirm und meine erste Reaktion war, das kann nicht sein, das ist zu weit weg. Sowas gibt's nicht im Sonnensystem. Er stieß auf einen Planetoiden, der kleiner ist als unser Mond und heute Sedna genannt wird. Ihre Existenz ist allerdings ein wissenschaftliches Dilemma. Am sonnennächsten Punkt ihres Orbits ist sie immer noch dreimal so weit von der Sonne entfernt wie Pluto. Der Planetoid bewegt sich also in einer Region, in der Astronomen niemals planetare Himmelskörper vermutet hätten. Es ist die kälteste und entlegenste Region, die wir im Sonnensystem kennen. Wenn man auf Sedna säße, könnte man eine Stecknadel auf Armeslänge vor sich halten und mit dem Stecknadelkopf die Sonne bedecken. Sedna ist nicht nur unerwartet weit weg, sie bewegt sich zudem auf einer extrem elliptischen Bahn durchs Sonnensystem. Rätselhafterweise gibt es nichts in der Nähe von Sedna, das einen dermaßen weitläufigen und extremen Orbit erklären kann. Dort, wo sie jetzt ist, wird sie von nichts beeinflusst. Sie kommt nie in die Nähe anderer Planeten oder Sterne. Was hat Sedna also auf diesen einzigartigen Orbit gelenkt? Könnte der Todesstern Nemesis eine Rolle dabei gespielt haben? Brown will anhand eines Trampolins demonstrieren, wie Sedna auf einen Orbit geraten sein könnte, der vielen Astronomen Rätsel aufgibt. Hinter mir befindet sich eine Messlatte, auf der sich in 60 Zentimeter Stufen ablesen lässt, wie hoch ich springe. Das entspricht also der Entfernung eines Planeten von der Sonne.
Bei einem normalen Planetenorbit kreist der Planet immer auf der gleichen Distanz um die Sonne. Dann stehe ich still auf dem Trampolin und behalte also immer die gleiche Distanz zum Boden. Anstatt auf einem kreisförmigen Orbit zu laufen, kann der Planet aber auch eine elliptische Bahn um die Sonne beschreiben. Er entfernt sich erst von der Sonne, um sich dann ihr wieder zu nähern. Das entspricht meinem Auf- und Abhüpfen auf dem Trampolin. So wie die Gravitationskraft uns im Orbit hält, wenn wir den höchsten Punkt unseres Trampolinsprungs erreicht haben, zieht sie uns auch wieder nach unten. Solange mir also nichts Ungewöhnliches passiert, bleibe ich auf meinem Orbit und hüpfe immer gleich hoch, auf und ab. Sedna muss jedoch etwas Ungewöhnliches zugestoßen sein. Eine mysteriöse Kraft muss den Planetoiden in eine Region befördert haben, wo kein planetarer Himmelskörper existieren dürfte. Manche vermuten, dass es Nemesis war. Wenn sie tatsächlich dort draußen ihre Bahnen zieht, könnten Wissenschaftler schon bald die furchterregenden Vorboten ihrer Wiederkehr entdecken. Bei der Suche nach einem Todesstern namens Nemesis, der möglicherweise periodisch Massenaussterben auf der Erde verursacht, könnte der Planetoid Sedna ein Schlüssel zur Lösung des Rätsels sein. Vor Jahrmilliarden kreiste Sedna wie andere Planeten auf einem annähernd zirkulären Orbit um unsere Sonne. Dann geschahen zwei seltsame Dinge. Erst katapultierte irgendetwas Sedna auf einen extrem elliptischen Orbit und dann dehnte etwas anderes diesen Orbit dermaßen weit aus, dass sich keine offensichtliche Erklärung dafür finden lässt. Die Frage, welche Kraft den elliptischen Orbit verursacht haben könnte, ist relativ leicht zu beantworten. Es könnte die Anziehungskraft der Gasriesen Jupiter und Saturn gewesen sein. Das Trampolin veranschaulicht den Vorgang. Um Orbits im Sonnensystem überhaupt und diese sehr elliptischen Orbits zu verstehen, müssen wir noch höher springen. Und das kann ich nicht. Ich brauche Ihre Hilfe, Ken. Ich helfe gern. Ich gehe aus dem Weg. So wie zusätzliche Personen auf einem Trampolin für zusätzlichen Schwung sorgen, üben die Gasriesen genügend Anziehung auf kleinere Himmelskörper aus, um ihre Laufbahn extrem elliptisch werden zu lassen. Hier haben wir Sedna auf ihrer elliptischen Bahn. Dann kommt sie einem anderen Planeten etwas zu nah. Sobald dies geschieht, schleudert die Anziehungskraft des anderen Planeten sie in einen noch stärkeren elliptischen Orbit. Dann nähert sie sich einem weiteren Planeten, sagen wir mal Jupiter. Hier kommt Jupiter. Sie wird noch höher geschleudert. Mit genügend Schwung von Jupiter wird Sedna ganz aus dem Sonnensystem katapultiert. Die Anziehungskraft von Jupiter und Saturn kann erklären, wie Sednas Orbit seine elliptische Form erhalten haben kann. Sie erklärt nicht, wie sie in diese entfernte Region des Sonnensystems geschleudert wurde, wo man nie einen planetaren Himmelskörper vermutet hätte. Sedna befand sich auf einem elliptischen Orbit und entfernte sich immer weiter. Dann stieß ihr dort draußen etwas zu. Irgendeine Gravitationskraft veränderte ihren Orbit und sorgte dafür, dass sie nicht mehr an den Ausgangspunkt zurückkehrte. Es scheint, als hätte eine zweite Gravitationskraft Sedna auf ein anderes Trampolin geschleudert, von dem aus sie in eine viel weiter entlegene Region katapultiert wurde. Die plausibelste Erklärung ist, dass ein anderer Stern der Sonne sehr nahe kam, als Sedna diesen Prozess durchlief. Das Sonnensystem formte sich wahrscheinlich in einem Sternenhaufen. Und Begegnungen mit anderen Sternen oder freifliegenden Planeten waren in der frühen Entstehungsphase viel häufiger. Die meisten dieser solaren Brüder und Schwestern sind schon lange verschwunden. Doch der Nemesis-Hypothese zufolge umkreist einer da draußen immer noch die Sonne und löst periodisch Chaos in der Kometenwolke aus. Dieser finstere Stern könnte eines Tages wieder den Tod auf die Erde regnen lassen.
Wenn das stimmt, würden kommende Generationen bei der Rückkehr von Nemesis in 10 Millionen Jahren mit einer schrecklichen Bedrohung konfrontiert. Der Mond, der Mars und andere Planeten würden dann immer noch mehr oder weniger unverändert ihre Bahnen ziehen. Auf der Erde gäbe es vielleicht keine Städte mehr, die Kontinente wären aber immer noch am gleichen Fleck wie heute. Aber nach der Nemesis-Hypothese sind ein Lichtjahr von uns entfernt gewaltige Veränderungen im Gange. Nemesis ist zurück. Der dunkelrote Stern ist in die Oortsche Wolke eingedrungen. Wenn dann noch Menschen auf der Erde leben, stehen sie einer stetig wachsenden kosmischen Bedrohung gegenüber. Die Oortsche Wolke enthält vielleicht 10 Billionen Kometen oder noch mehr. Und sie ist auch sehr groß. Wenn man sich also in der Oortschen Wolke befände, würde man nicht ständig von Kometen bombardiert werden. Die Zwischenräume sind ziemlich groß. Wie die Bowlingkugel in der Hand des Jongleurs würde Nemesis einige Kometen aus ihrer Bahn schleudern. Die Oortsche Wolke hat eine leere Region in der Mitte. Sie ist von Jupiter und der Sonne leergeräumt worden. Wir leben in dieser Region. Wenn Nemesis sich nähert, dann verwandelt sich das innere Sonnensystem in eine Schießbude. Es würden also langsam mehr Kometen als sonst erscheinen und plötzlich wären sie ständig zu sehen. Am Höhepunkt würden vielleicht 1000 bis 10.000 Kometen pro Jahr am Himmel auftauchen. In diesem Fall läge die Erde 1 Million Jahre lang im Zentrum dieses Kometensturms. Im Laufe einer Jahrmillion würden uns etwa 1 Milliarde Kometenbesuche abstatten. Man kann sich ausrechnen, dass der eine oder andere früher oder später auf die Erde stürzen wird. Es ist schwierig, den genauen Zeitpunkt des Einschlags vorherzusagen. Es gäbe eine Art von Gefahrenphase, in der die Wahrscheinlichkeit eines katastrophalen Einschlags sehr viel höher wäre als jetzt. Wird der Einschlag ein weiteres katastrophales Massenaussterben auf der Erde verursachen? Vielleicht. Doch nur, wenn wir es zulassen. Ich scherze gern, dass Nemesis ein schlechtes Timing hat. Zwischen dem letzten Massenaussterben und dem nächsten ist genügend Zeit. Intelligentes Leben kann sich organisieren und dafür sorgen, dass beim nächsten Besuch von Nemesis keiner der vielen Kometen am Himmel die Erde trifft. Ist dieses Schicksal unausweichlich? Bis wir Nemesis gefunden haben oder aber ihre Existenz ausschließen können, wird das niemand mit Sicherheit wissen. Man muss sich vor Augen halten, dass dies keine abstrakte Diskussion ist. Offensichtlich kollidieren solche Objekte nur sehr selten mit der Erde. Andererseits wäre so eine Kollision höchst katastrophal. Wir müssen also ein besseres Verständnis unseres Sonnensystems erlangen und den Himmel gut beobachten, weil dies überlebenswichtig sein könnte.